Jo, dann starten wir. Schön, dass es heute wieder ein paar mehr sind. Ja, wie schon gesagt, wir gucken uns heute so ein bisschen Taylor-Entwicklung einfach mal an. Ist eigentlich kein großes Ding. Ja, wie können wir quasi Taylor-Polynome erstellen? Wie können wir die entwickeln? Wie wird daraus eine Taylor-Reihe? Was soll das Ganze überhaupt? So nach dem Motto. Und dann gucken wir uns noch die ja, die multivariate Differentialrechnung so ein bisschen an, also Differentialrechnung mit mehreren Variablen und gucken, dass wir vielleicht ja, zumindest die größten Teile vom Platz 7 durchbekommen. Ja, die Frage stellt sich jetzt erstmal, wenn wir über Taylor-Entwicklung und Taylor-Reihen sprechen. Also, Taylor-Entwicklung. Was soll das Ganze überhaupt? Naja, wenn wir uns jetzt, ich male einfach mal so ein kleines Bildchen hier hin. Wir haben ja in der Differentialrechnung schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir, wenn wir irgendwie Funktionen untersuchen, die vielleicht so aussehen, die an einer bestimmten Stelle untersuchen können. Und das haben wir gemacht, indem wir an dieser Stelle die erste Ableitung gebildet haben und haben dann gesagt, okay, die erste Ableitung bilden heißt ja im Prinzip, eine Tangente anzulegen an einer Stelle. Und dann konnten wir so relativ viele Sachen an dieser Stelle herausfinden, zum Beispiel die Steigung der Funktion an dieser Stelle. Jetzt sehen wir das natürlich. Eine Tangente anzulegen für eine bestimmte Stelle zwar eine sehr gute Approximation ist, aber für die komplette Funktion irgendwie noch nicht so besonders hilfreich ist. Und jetzt gibt es durchaus noch mehr Möglichkeiten, eine Funktion möglichst genau abzubilden, und das wäre in dem Fall die Taylor-Entwicklung. Wir können quasi ein Polynom entwerfen, das unserer Funktion, die wir approximieren wollen, ziemlich ähnlich sieht. Und genau das ist der Sinn dieses Taylor-Polynoms. Warum machen wir das? Naja, es gibt ja durchaus Funktionen, die in der Realität sehr schwer zu untersuchen sind. Und man ist dann in dem Sinne einmal irgendwie faul, aber auch schlau, indem man sagt, naja, ich untersuche nicht die Funktion, ich untersuche einfach das Taylor-Polynom, weil es ja sehr, sehr gut meine Funktion abbildet und Polynome sind deutlich leichter einfach zu untersuchen. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man das tut. Und ich habe jetzt mal einen Mathe-Funktionsplotter aufgemacht, um einfach mal zu zeigen, wie das ungefähr aussieht. Also stellen wir uns vor, wir haben jetzt hier eine Funktion und wir nehmen, was haben Sie hier genommen? Ich wollte dasselbe Beispiel nehmen, Sinus x. So, die Funktion kennen wir, ne? Die sieht ungefähr so aus, beziehungsweise sieht eigentlich genauso aus. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns dieser Funktion nähern können. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine Funktion g von x hier reinlege, die einfach x ist, naja, dann habe ich quasi die Winkelhalbierende reingelegt und dann sehe ich, okay, an dieser Stelle hier approximiert das die Funktion schon ziemlich gut. Aber eben nur an dieser Stelle, der Rest irgendwie nicht. Also ist das eine relativ schlechte Art und Weise, meine Funktion nachzubilden. Eine bessere Möglichkeit wäre es vielleicht, und ich lasse das jetzt erstmal einfach vom Himmel fallen, diese Funktion hier zu nehmen. Also x minus ein Sechstel x hoch 3. Das ist jetzt diese hier, ne? Die kommt von hier oben, schmiegt sich hier wieder an die Sinuswelle an und geht dann hier wieder in den negativen Bereich. Wir sehen, okay. Das ist zwar immer noch keine besonders gute Approximation, aber deckt schon einen etwas größeren Bereich als einfach nur die Winkelhalbierende ab. Und ist demnach schon eine bessere Annäherung, wäre also schon ein Taylor-Polynom, ja, was man zumindest an dieser Stelle ganz gut benutzen könnte. Wir könnten aber auch, und auch die lasse ich jetzt erstmal vom Himmel fallen, wir könnten aber auch folgende Funktion verwenden: x minus ein Sechstel x hoch 3 plus ein Hundertzwanzigstel x hoch 5.
So, und jetzt wird das Bild langsam voll. Das ist jetzt hier diese graue, die von hier unten kommt, sich hier an die Sinuswelle anschmiegt, bis hierhin und hier dann erst die Sinuswelle quasi wieder verlässt. Also die deckt einen noch viel größeren Bereich ab und wäre dann, ich sag mal, für die Untersuchung von ungefähr hier bis ungefähr hier eine extrem gute Approximation der Sinuswelle. Und so könnte man jetzt immer weitermachen. Ne? Man könnte jetzt quasi immer weitere Polynome höheren Grades bilden, die sich immer weiter an die Sinuswelle anschmiegen und irgendwann hätten wir eine, ja, eine Taylor-Reihe, da wären wir dann schon bei der Taylor-Reihe, die sich sehr gut an diese Funktion anlegt und deswegen eine Untersuchung der Funktion Sinus x sehr nahe kommt und die sehr einfach macht. Gut, Sinus x zu untersuchen ist an sich so nicht schwer, aber sollte jetzt einfach mal verbildlichen, wofür wir überhaupt Taylor-Polynome nutzen. Und ja, ist wahrscheinlich selbstredend, dass Taylor-Polynome in der Informatik mit Sicherheit auch eine große Rolle spielen, wenn es um komplexere mathematische Prozesse geht. Genau, das ist der Grund, warum wir das machen. Und jetzt gehe ich wieder zurück auf unseren Bildschirm. Und wir können jetzt erstmal quasi mit der Definition des Taylor-Polynoms beginnen. Wenn wir eine Funktion haben, und die nennen wir f, und die bildet ab von irgendeinem Definitionsbereich, egal welchen, auf die reellen Zahlen, und die ist n-mal differenzierbar, also nicht unendlich oft, sondern irgendwie n-mal, ja, also eine n-mal differenzierbare Funktion. Geht das so? Ja. Okay. Ja. Und wir untersuchen jetzt die Stelle, ja, wir nennen die jetzt x0. Die liegt, also ist auf jeden Fall eine Stelle aus unserem Definitionsbereich, auf dem die Funktion definiert ist. So. Dann haben wir quasi das Polynom, was folgendermaßen aussieht. Wir nennen das dann Tn von x, also unser Taylor-Polynom. Und das ist folgendermaßen definiert. Das ist die Summe von i gleich 0 bis n. Und hier sollte uns direkt auffallen, wir haben eine n-mal differenzierbare Funktion. Deswegen läuft auch die Summe des Taylor-Polynoms bis n. Und zwar von f an der Stelle x0, und zwar die i-te Ableitung. Ja? Das heißt, wir wissen, unser Index von i gleich 0 läuft bis n. Das heißt, wir setzen dann, je weiter wir aufsummieren, die immer höhere Ableitung ein. Also wir fangen mit der nullten Ableitung quasi an, dann die erste, dann die zweite, bis zur n-ten Ableitung. Ja? Das soll das einfach nur heißen. Das teilen wir dann durch i-Fakultät. Und multiplizieren das Ganze mal x minus unsere Untersuchungsstelle. Ja, wir untersuchen ja die Funktion immer an einer bestimmten Stelle und die nennen wir x0. Das nennt man auch Entwicklungspunkt oder Entwicklungsmitte. Das kann man also ist beides das Gleiche. Und das Ganze hoch i. So sieht das Taylor-Polynom aus. Und wenn ich das jetzt ausschreiben würde, wäre das eben sowas wie f von x0, also der Funktionswert an der Stelle x0, plus der Funktionswert der Ableitung an der Stelle x0 mal x minus x0 plus und so weiter und so fort bis eben zu diesem Punkt, wo wir hier die n-te Ableitung der Funktion an der Stelle x0 haben durch n-Fakultät mal x minus x0 hoch n. So sieht das Taylor-Polynom aus. Und das ist keine, ja, bitte. Naja, x ist ja quasi jeder, also das ist, stellt ja jeden Wert dar, den ich überhaupt in die Funktion einsetzen kann. Je nachdem, wie natürlich mein Definitionsbereich ist, kann ich ja nur verschiedene x-Werte einsetzen. Also x ist auf jeden Fall Element meines Definitionsbereichs. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Funktion habe, die auf dem Intervall 0 bis 1 definiert ist, kann ich jeden Wert zwischen 0 und 1 für x einsetzen. Und
Das Taylor-Polynom ist nie genau gleich wie die Funktion, weil das Taylor-Polynom ist ja nur eine Annäherung an die Funktion. Das ist ja der Sinn der Sache. Also es ist nie genau gleich. Ich sag mal, je höher der Grad ist des Taylor-Polynoms, ne, wenn du jetzt, sag ich mal, das fünfte, also Taylor-Polynom fünfter Ordnung bildest oder das Taylor-Polynom zehnter Ordnung bildest, ist natürlich das Taylor-Polynom zehnter Ordnung schon näher an meiner Funktion als das Taylor-Polynom fünfter Ordnung. Das war ja das, was wir eben in der Grafik gesehen haben. Ne? Je höher quasi die Ordnung war, also je höher der Exponent war, desto näher war ich im Prinzip an der echten Funktion dran. Aber das Taylor-Polynom ist nie exakt die gleiche Funktion. Wenn wir eine Taylor-Annäherung haben wollen, die exakt unsere Funktion ist, dann haben wir die Taylor-Reihe und die wird aufsummiert von 0 bis unendlich. Also das wäre eine unendliche Summe, deswegen auch Reihe dann. Ne? Dann hätten wir tatsächlich Taylor-Reihe gleich meine Funktion. Aber ein Polynom ist nur eine Annäherung in dem Sinne. Die Funktion muss auf jeden Fall differenzierbar sein, und zwar genau n-mal. Ja? Also wenn eine Funktion nur dreimal differenzierbar ist, ist klar, dass ich auch nur das Taylor-Polynom dritter Ordnung bilden kann. Dann gäbe es kein Taylor-Polynom vierter Ordnung. Also die Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass eine Funktion differenzierbar ist. Genau. Ja. Ja, kann man. Die Taylor-Reihe für den Sinus sehen wir auch gleich noch. Das ist nämlich eine Taylor-Reihe, die man sich eigentlich direkt so merken kann. Die Vorschrift sagt ja nur, sie muss mindestens n-mal differenzierbar sein. Vielleicht hätte ich das mindestens noch dazu sagen sollen. Die ist theoretisch unendlich oft differenzierbar, das stimmt. Das ist aber nicht schlimm. Ich kann natürlich dann theoretisch ein Taylor-Polynom 200. Ordnung bilden und das Taylor-Polynom 200. Ordnung wird sehr nah an der Sinuswelle liegen, ja, und zwar fast über den kompletten Bereich. Trotzdem ist es natürlich dann umso besser, wenn ich die Taylor-Reihe bilde, weil die bildet meine Funktion halt exakt ab. Und da das Ding ja auch unendlich oft differenzierbar ist, lässt sich die Taylor-Reihe auch sehr gut daran anschmiegen. Und ob ich dann quasi die Sinuswelle untersuche oder ob ich die Taylor-Reihe untersuche, auf was auch immer, wird dann keinen Unterschied machen, weil einfach kein Approximationsfehler mehr da ist. Okay? Alles klar. Also so sieht das Ding aus. Das hier, das schreibe ich noch hin, das heißt also, heißt das zu f gehörige Taylor-Polynom vom Grad n an der Stelle x0. Was im Skript, glaube ich, steht, deswegen schreibe ich es hier dazu, oder und was auch auf den Aufgabenblättern steht, ist das hier, t f, n von x und x0. Ich glaube, so stand es auch auf den Aufgabenblättern. Das heißt einfach, ich suche das Taylor-Polynom zu dieser Funktion und das Taylor-Polynom soll diesen Grad haben, ne, n, also wenn da 3 steht, will ich das Taylor-Polynom dritter Ordnung, wenn da 5 steht, will ich das Taylor-Polynom fünfter Ordnung und so weiter. Und zwar von x an der Entwicklungsstelle, wie auch immer die ist, ja, x0. Also man kann das auch so schreiben, das ist ein bisschen kompakter dann einfach. So, jetzt habe ich so eine kleine, ja, ich sag mal so einen kleinen Leitfaden, wie bestimmen wir ein Taylor-Polynom und das wollen wir jetzt auch gleich mal machen. Schritt 1 ist die Ableitung oder Ableitungen von f von x bestimmen, und zwar so viele, wie wir brauchen. Wenn ich das Taylor-Polynom fünfter Ordnung bilden will, brauche ich logischerweise auch 5 Ableitungen. Ne? Zweitens die Entwicklungsmitte oder den Entwicklungspunkt. Entwicklungspunkt in die Ableitung einsetzen. Und Schritt 3,
wäre letztendlich das Taylor-Polynom aufzustellen. Aufstellen und ja, wenn es geht, zusammenfassen bzw. vereinfachen. Wir machen das jetzt mal ausführlich. Also so, das wäre eine sehr dankbare Klausuraufgabe, einfach nur ein Taylor-Polynom aufzustellen. Es sei denn, die Funktion wird eklig beim Ableiten, dann wäre es nicht so dankbar. Aber wenn es einfach abzuleiten ist, dann ist es auch sehr einfach, ein Taylor-Polynom aufzustellen. Machen wir ruhig mal ein Beispiel. Entwicklungspunkt 0 ist immer nett, aber vor allen Dingen, dass die Funktion nett abzuleiten ist. Also irgendwie was so Sinus x mal e hoch x zum Beispiel, das wäre super. Das wär ganz lieb, wenn sie das machen würden. Da würden wir uns freuen. Wir suchen jetzt mal, ich schreibe es mal in der Schreibweise, wir suchen jetzt mal folgendes Taylor-Polynom. Das wäre also das Taylor-Polynom dritter Ordnung an der Entwicklungsstelle 0. Wir machen also Schritt 1, achso, die Funktion muss ich euch natürlich noch geben, zur Sinusfunktion. So, Schritt 1 war jetzt einfach Ableitung von f von x bestimmen. F von x selber ist also Sinus x. Was ist dann f' von x? Cosinus von x. Was haben wir dann für eine zweite Ableitung? Minus Sinus von x. Und die dritte Ableitung wäre demnach Minus Cosinus von x. Das war im Prinzip schon Schritt 1. Machen wir Schritt 2. Wir setzen den Entwicklungspunkt in die Ableitung und in die Stammfunktion an sich ein. Dann haben wir hier den Sinus von 0 und der ist 0. Wir haben f' von 0, das wäre dann der Cosinus von 0 und der ist sehr gut. Wir haben den negativen Sinus von 0, der ist demnach 0. Und wir haben den negativen Cosinus von 0 und der ist demnach minus 1. So, und das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist das Taylor-Polynom zu formulieren. Ich hole die Formel nochmal dahin. Ich krall mir die nochmal. Und wir schreiben das jetzt mal ganz ausführlich auf. Schritt 3. So, das heißt, mein Taylor-Polynom dritter Ordnung von x an der Stelle x0 ist. So, und ich muss jetzt einfach nur einsetzen. Ich fange bei 0 an und muss, wie groß ist mein n? Naja, ich muss bis 3 gehen. Ja? Das heißt, ich fange mit 0 an. Das heißt, ich suche hier die nullte Ableitung, das ist ja die Funktion selbst, an der Stelle x0, x0 ist 0, das heißt, ich suche die nullte Ableitung an der Stelle 0, das ist also genau das hier. Ne? Das heißt, hier steht schon mal 0 durch 0 Fakultät x minus 0 hoch 0. So, und jetzt summiere ich darüber auf. Jetzt ist i gleich 1, das heißt, ich suche die erste Ableitung an der Stelle 0, naja, das ist ja genau das hier, also 1 durch i ist jetzt 1, also 1 Fakultät, x minus 0 hoch 1, plus, so, jetzt suche ich also die zweite Ableitung an der Stelle 0, das ist ja genau das hier, also wieder 0 durch 2 Fakultät mal x minus 0 ins Quadrat, plus, können wir auch direkt Minus schreiben, weil jetzt suchen wir die dritte Ableitung an der Stelle 0, die war negativ, minus 1, also kann ich hier auch Minus schreiben, also minus 1 durch 3 Fakultät mal x minus 0 hoch 3. Jetzt können wir das Ganze ein bisschen zusammenfassen, naja, 0 durch irgendwas ist immer 0, klar, also fliegt der ganze Term raus, der ganze Term fliegt raus, bleibt nur noch der hier und der hier übrig. Na, jetzt gucken wir, 1 durch 1 Fakultät ist immer noch 1, x minus 0 hoch 1 ist einfach x. Und was kommt hier raus? Hier haben wir 1 durch 3 Fakultät, naja, 3 Fakultät ist eben 6, also haben wir hier 1 Sechstel x hoch 3, also minus 1 Sechstel x hoch 3.
das ist mein Taylor-Polynom dritter Ordnung der Sinuswelle und die haben wir ja eben uns sogar darstellen lassen. Ne? So funktioniert das. Das war's schon. Also Taylor-Polynom bilden ist keine wilde Sache. Die Funktion war jetzt auch sehr einfach, aber an sich keine wilde Sache. Ja, gucken wir uns nochmal ein zweites Beispiel an, dann machen wir die Hausaufgabe 1. Das zweite Beispiel jetzt auch wieder das dritte Taylor-Polynom, also das Taylor-Polynom dritter Ordnung. Jetzt nehmen wir als Entwicklungsstelle mal die 1 und als Funktion nehmen wir hier uns mal die E-Funktion. So, auch eine ganz einfache Geschichte. Die brauchen wir nämlich eigentlich gar nicht abzuleiten, weil Ableitung von e hoch x ist immer e hoch x. Wir brauchen eigentlich nur einmal unsere Entwicklungsmitte einzusetzen. Naja, und da kommt eben genau e raus, ne? E hoch 1 ist e. Und jetzt können wir das Taylor-Polynom schon direkt aufstellen. Und wir machen das genauso wie eben. Ja? Wir wenden einfach nur diese Gleichung an. Das heißt, wir haben hier e durch 0 Fakultät x minus 1, jetzt müssen wir hier aufpassen, ne? Jetzt meine Entwicklungsstelle 1, plus e durch 1 Fakultät x minus 1 hoch 1, plus e durch 2 Fakultät x minus 1 ins Quadrat, plus e durch 3 Fakultät x minus 1 hoch 3. Auch das können wir ein bisschen zusammenfassen. Naja, hier steht nichts anderes als e durch 1 ist immer noch e. X minus 1 hoch 0 wird einfach 1, also steht hier einfach nur e. So, was steht hier? Hier steht wieder einfach nur e, aber mal x minus 1. Hier steht 1/2 e hoch x minus 1 ins Quadrat plus 1/6 e hoch x minus 1 hoch 3. Und schon haben wir unser Taylor-Polynom gefunden. Auch hier war die Funktion halt relativ einfach. Ja, und genauso funktioniert das natürlich auch in der Hausaufgabe. Also auf Blatt 7 die Hausaufgabe 1. Und hier sollten wir jetzt folgendes Taylor-Polynom bestimmen. Gesucht ist also das hier. Was ist das für ein Taylor-Polynom? Fünfter Grad, ja? Genau. Also Taylor-Polynom fünfter Ordnung oder fünften Grades mit der Entwicklungsmitte oder dem Entwicklungspunkt 0. Genau. Das suchen wir hier. Und unsere Funktion ist hier Cosinus x e hoch x. So. Ja, die müssen wir jetzt halt fünfmal ableiten, fünfmal die Entwicklungsmitte einsetzen, Taylor-Polynom einfach nur noch zusammenbasteln. That's it. Also hier wieder Schritt 1. Die nullte Ableitung ist einfach die Funktion selbst. So. Wie ist denn jetzt die erste Ableitung von dem Ding? Produktregel. Kettenregel würde ich, wenn ich e hoch x allein betrachte, machen. Aber wir betrachten ja hier ein Produkt, deswegen müssen wir die Produktregel anwenden. Genau. Was anderes wäre, wenn wir das hier hätten. Cosinus x e 2 hoch x. Ne? Dann hätten wir nämlich eine Kettenregel in der Produktregel. Dann müssten wir nämlich das e hoch 2x gesondert ableiten. Das wäre ja 2e hoch 2x. Und das dann quasi als Ableitung des ersten Produkts verwenden. Ja, also es wäre dann so ineinander verschachtelt, haben wir jetzt hier zum Glück nicht. Ja, wir benutzen hier einfach die ganz normale Produktregel. Naja, wenn ich e hoch x ableite, bleibt es e hoch x. So, wenn ich den Cosinus ableite, wird daraus der negative Sinus. Und e hoch x bleibt. Naja, und das kann ich ja ein bisschen zusammenfassen, indem ich e hoch x einfach ausklammern. Dann haben wir Cosinus x minus Sinus x hier stehen. Ja. Ist vollkommen egal, aus dem einfachen Grund, dass die Produktregel ja so aussieht, u von v
W von V plus U' von V mal W von V. Ja? Weil hier ein Plus steht, kann ich es vertauschen. Ich kann erst das ableiten und das andere nicht oder andersrum. Wenn da jetzt ein Minus stünde, wäre es nicht egal. Ja? Aber so ist es egal, weil es ja kommutativ ist. Ja, erste Ableitung geschafft. So, zweite Ableitung. Das heißt, wir müssen jetzt das hier ableiten. Wie macht man das? Bitte? Ja, aber jetzt halt zweimal, ne? Weil jetzt haben wir ja zwei Produkte und die ziehen wir voneinander ab. Das heißt, das erste, wir gucken uns erstmal nur das erste Produkt an hier. Wir leiten e hoch x ab, das bleibt e hoch x. Wir leiten den Cosinus ab, das wird der negative Sinus, also minus Sinus x e hoch x. Ich mache jetzt mal Klammern drum, das war das erste Produkt. Minus, und jetzt gucken wir uns das zweite Produkt an. Wir leiten wieder e hoch x ab, das bleibt e hoch x. Wir leiten den Sinus ab, das wird der Cosinus. Plus Cosinus von x e hoch x. Und jetzt gucken wir, ob wir das ein bisschen zusammenkriegen. Ich löse erstmal die Klammern. Minus Sinus x e hoch x minus e hoch x. Sinus x minus Cosinus x e hoch x. So, wir sehen, der Cosinus fliegt schon mal komplett raus. Dann steht hier nur noch minus e hoch x Sinus x minus e hoch x Sinus x, naja, und das ist ja nichts anderes als minus 2 mal e hoch x Sinus x. Okay? Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht durcheinander kommt. Also die Ableitung, das wäre safe eine gute Klausuraufgabe, ja, weil die Ableitungen sind nicht schwierig, man muss nur ein bisschen dabei bleiben. Ist jetzt keine Raketenwissenschaft, das abzuleiten, man muss einfach ein bisschen aufpassen dabei. Ja, dritte Ableitung. Jetzt haben wir drei Produkte. Was machen wir jetzt? Ja. Ja, können wir das machen? Das war jetzt die zweite Ableitung. Ja. Also, wir müssen es so machen. Ja. Wir müssen vielleicht die hier als ein Produkt sehen und den Sinus wieder als ein Produkt sehen. Wie leite ich denn jetzt minus 2e hoch x ab? Ja? Nee, ich glaube, es bleibt einfach so. Ja, minus 2e hoch x sind minus 2e hoch x abgeleitet. Bin ich mir jetzt zumindest relativ sicher. Das heißt, das hier bleibt im Prinzip stehen. Plus minus 2e hoch x Cosinus x. Dann habe ich hier minus 4, die ich ausklammern kann. Nee, Quatsch. So müsste es sein. Guck mal, stimmt das? Nee. Ich habe die Klammer falsch gesetzt. Und ich muss ja die minus 2, das ist ja Quatsch. Nicht minus 4, sondern minus 2 e hoch x Sinus x. Ich sage ja, man muss aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt. So, ne? So muss ich es ausklammern. Okay. Bilden wir die vierte Ableitung. Ich könnte das e hoch x, ja, im Prinzip kann ich es auch komplett raushauen. Geht auch. Also könnte jetzt noch.
Nein, nein, ich habe es einfach gemacht, weil ich es ein bisschen schöner, ästhetischer fand. Ich kann es aber auch so machen, das stimmt. So, geht auch. So, jetzt müssen wir das Ganze nochmal ableiten. Und auch hier muss ich ja wieder mit der Produktregel ableiten. Das heißt, ich nehme mir wieder das hier als Produkt, ich nehme mir wieder das hier als Produkt. Und das Schöne ist, das hier haben wir ja gerade abgeleitet. Ne? Und zwar hier, als wir die dritte Ableitung bildeten. Das heißt, von dem hier die Ableitung ist das hier. Okay? Das heißt, ich kann das auch genauso hinschreiben. So. Und jetzt muss ich nur noch das hier ableiten. Das heißt, ich habe hier plus, setze wieder die Klammer drum, minus 2e hoch x, Cosinus abgeleitet ist minus Sinus x, minus 2e hoch x, Cosinus x. So, jetzt gucken wir mal, was wir damit machen. Hier kommen wir minus 2e hoch x. Ah, da wird ein plus 2e hoch x draus wegen dem negativen Sinus. So, minus 2e hoch x Cosinus x. So, kriegen wir das irgendwie jetzt hier zusammengewurschtelt? Ist die Frage. Ich habe einmal Sinus x, ich habe einmal Minus Cosinus. Ja, ich kann den vorderen Teil nämlich wieder aufmachen. Hier minus 2e hoch x Sinus x, minus 2e hoch x Cosinus x, plus 2e hoch x Sinus x, minus 2e hoch x Cosinus x. Naja, und jetzt sehe ich gerade, das hier und das hier hebt sich auf. Das bleibt übrig. Das heißt, hier steht im Endeffekt 4e hoch x Cosinus x. Uff. So, und jetzt ein letztes Mal, dann haben wir das mit den Ableitungen schon geschafft. Jetzt müssen wir das nochmal ableiten. Und auch hier, jetzt gucke ich mal, wir müssen es uns nochmal anschauen. Leite ich wieder erst das hier ab, habe ich minus 4e hoch x Cosinus x plus minus 4e hoch x minus Sinus x. Naja, das hier bleibt stehen. Hier wird ein Plus draus. Das ist das gleiche wie 4e hoch x Sinus x minus Cosinus x. Und dann sind wir fertig. Also Ableitung haben wir schon mal gepackt. Und was wir jetzt einfach nur, unser Job jetzt ist es, die Entwicklungsmitte in Schritt 2 einfach einzusetzen. So. Also wir suchen f von 0. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen hochscrollen. Was war f? Das war einfach nur Cosinus x e hoch x. Hier, dann brauche ich nicht als hochscrollen. Das heißt, es ist der Cosinus von 0 mal e hoch 0. Was kommt da raus? 1. Hm? Haben wir f' von 0, das war also e hoch 0 mal der Cosinus von 0 minus der Sinus von 0. Was kommt da raus? 1? Ja? Okay. Parallel mal geguckt, ob es stimmt. Ja, stimmt aber. Ist richtig. Okay, hier haben wir jetzt minus 2 e hoch 0 mal Sinus 0
Was muss da zwangsläufig rauskommen? 0. Warum 0? Sehr gut. Dritte Ableitung haben wir minus 2e hoch 0 mal Sinus von 0 plus Cosinus von 0. 1. 1? Minus 2, gell? Minus 2e hoch 0 ist 1. Minus 2 mal 0 plus minus 2 mal 1 ergibt minus 2, ne? So. Die vierte Ableitung wäre dann minus 4e hoch 0 Cosinus 0. Klar, was da rauskommt, ne? Minus 4. Und die fünfte Ableitung haben wir 4e hoch 0 Sinus 0 minus Cosinus 0. Was kommt da raus? Minus 1? Minus 4. Ich bin auch für minus 4. Einfach, Sinus von 0 ist immer 0, Cosinus von 0 ist immer 1. Ja, das fliegt dann weg, wegen der 0. Hier kommt minus 1 raus, 4 mal minus 1 ist minus 4. Gut, jetzt setzen wir unser Taylor-Polynom zusammen. Wer möchte mal mithelfen? Also wir suchen ja das Taylor-Polynom, das so aussieht. So, wenn ihr euch die die Formel für die Taylor-Entwicklung anschaut, wie fange ich an? So eine Formel, by the way, die ihr am besten zur Klausur dann auswendig könnt. Wer hilft mir? Einer muss ich jetzt opfern, Leute. Ich sehe gerade, was ich nicht verstehe. Da steht ja über Zähler mal x0 in der Taylor-Formel. Mal x0? Hier steht ja x minus x0, ne? Nee, davor, im Zähler. Hier? Ja, da steht ja f, die Ableitung mal x0. Und x0 ist doch bei uns. Da steht nicht mal x0, sondern an der Stelle x0, ne? An der Stelle x0 und genau die haben wir ja eben ausgerechnet. Ja, alles klar. Wer setzt mit mir das Taylor-Polynom jetzt zusammen? Komm, ich will hier niemanden dran nehmen müssen. Einer muss ich jetzt opfern. Ja. Super. Ja. Nee, 0, ne? Ja. 0. Jawohl. Plus. Mhm. Dann die Ableitung von dem, was wir eben berechnet haben, ist eine 1. Mhm. Durch 1 Fakultät. Mhm. Mal x minus 0. Mhm. Durch 1. Mhm. Plus. Also 0 geteilt durch 2 Fakultät. Mhm. Ja. Ja, dann können wir auch ein Minus draus machen, machen minus 2 durch. Ne? Mhm. Mhm. Oh. Hoppala. Mhm. Jawohl. Jawohl, sehr schön. Ja, jetzt müssen wir das Ganze nur noch ein bisschen zusammenkriegen. Was machen wir hiermit? Was kommt da raus? Eins. Ja. Null Fakultät ist per Definition eins.
Ja, also nicht 0, ist 1. Also steht hier 1 durch 1 mal x hoch 0. Und x hoch 0 ist auch 1. Also steht da 1 mal 1, das ist 1. Auf, ja, genau, 1, 0 Fakultät und 1 Fakultät ist quasi das Gleiche. Also bei 0 Fakultät muss man sich einfach merken, dass es per Definition 1 ist. Ja? Ja, wie sieht es mit dem zweiten aus? Mit dem zweiten Summanden, 1 durch 1 Fakultät, x. Ne? Wie sieht es mit dem zweiten, mit dem dritten Summanden aus? Der fliegt raus, ne? 0 fliegt raus. Wie sieht es mit dem nächsten aus? 1 durch 3 mal x. Genau, ein Drittel. Wer hat es jetzt gesagt? Du. Ein Drittel, genau. Ein Drittel x hoch 3. Jetzt haben wir hier das. Also wir sehen schon mal x hoch 4, aber was ist jetzt, was ist 4 Fakultät? 4. Drei mal zwei, genau, also ein Sechstel, ja. Ansonsten, genau so ist es noch schlauer, das zu machen, einfach unten eine Fakultät abzuziehen. Wir können aber auch einfach sagen, okay, wir rechnen die 4 Fakultät aus, das wären 24, teilen durch 4, dann haben wir auch ein Sechstel, ne? Also minus ein Sechstel x hoch 4 und 5 Fakultät. Ein Dreißigstel, oh, du bist fix, sehr gut. Also 5 Fakultät ist 120, ja, und durch 4. 5 mal 3 Fakultät würde auch gehen, genau. Das heißt, wir haben hier ein Dreißigstel x hoch 5. Wir haben unser Taylor-Polynom gefunden. Sehr schön. Das war schon die Aufgabe 1, die war sehr nett. Gut. Obwohl es jetzt in den Aufgaben nicht dran kam, möchte ich trotzdem, weil es im Skript steht, auch nochmal über den Satz von Taylor sprechen und ja, weil es auch dann im Skript steht, noch über die Restglieddarstellung. Ich hoffe, dass wir sowas nicht berechnen müssen, weil das wird sehr schnell sehr eklig. Es sei denn, man kann Annäherungswert an einer Stelle bestimmen und dann einfach Funktionswert minus Wert des Taylor-Polynoms voneinander abziehen, dann ist es sehr einfach. Aber eine Restgliedabschätzung ohne eine bestimmte Entwicklungsstelle wird relativ, oder beziehungsweise ohne einen bestimmten Näherungswert wird relativ eklig. Schauen wir uns erstmal den Satz von Taylor an. Und der Satz von Taylor garantiert uns nicht mehr und nicht weniger, als dass überhaupt ein Taylor-Polynom existiert. Mehr sagt er erstmal nicht aus. Ich schreibe ihn trotzdem mal auf. Also sei unsere Funktion, die ja folgendermaßen beschrieben war, immer noch eine n-mal differenzierbare Funktion. Und ja, tn von x ist das dazugehörige Taylor-Polynom. Vom Grad n mit unserer Entwicklungsmitte x0. So, und jetzt können wir uns ja Klammer, also der, ich nenne es mal der Fehler, ja, und zwar der Fehler exakter Funktionswert. Oh, sorry, jetzt habe ich gar nicht mit dem, jetzt habe ich schon mit dem Restglied. Sorry, Satz von Taylor kommt gleich. Das ist natürlich das Restglied. Exakter Funktionswert minus der Näherungswert des Taylor-Polynoms an dieser Stelle. Der heißt eben Restglied. Das kann man sich ja auch gut vorstellen. Ja, wir wissen ja, das Taylor-Polynom ist nur eine Annäherung. Das heißt,
es wird eine Differenz geben, die möglicherweise sehr groß, wenn wir ein relativ großes Taylor-Polynom, also relativ große Ordnung gebildet haben, ist der Fehler wahrscheinlich eher relativ klein. Aber er ist da und den können wir auch bestimmen. Wir schreiben das einfach so, also Rn von x ist dann das Restglied, ja, und das ist nichts anderes als Funktionswert an der Stelle x minus Wert des Taylor-Polynoms an der Stelle x. So, und jetzt kommt der Satz von Taylor. So. Ich schreibe ihn erstmal auf. So, und ab der Stelle, jetzt wird es ein bisschen hässlich, ist aber nicht schlimm. Oh Gott, Integrale, furchtbar. Ja, also der Satz von Taylor klingt echt kompliziert, ist es aber nicht, weil der sagt im Prinzip, die Interpretation hinter dem Ding ist, sag einfach, wenn ich eine n plus einmal differenzierbare Funktion habe, dann gibt es für den Grad n auf jeden Fall ein Taylor-Polynom. Ja, das ist alles, was dahinter steckt. Und dieses r n plus 1 wäre einfach nur das Restglied, ja, was in dem Falle ein Integral ist, muss ja auch so sein, weil wenn ich das wieder aufleite, ja, dann komme ich ja wieder zu meinem ursprünglichen Taylor-Polynom. Dann habe ich eben oben wieder diese Abschätzung, ja, mit dem Rn. Deswegen dieses hässliche Integral. Also sowas wirst du nicht berechnen müssen, sowas steht zwar im Skript, aber das wäre übel, also auch für die Klausur. Das führt zu weit, ja. Die Intuition dahinter ist, wenn ich eine Funktion habe, die ich genau n plus einmal differenzieren kann, dann habe ich auf jeden Fall bis zum Grad n bestimmbare Taylor-Polynome. Das ist eigentlich alles. Okay? Ja, bitte. Aber das Rn von x ist ja ein Wert oder eine Zahl wahrscheinlich. Wenn man irgendein x einsetzt, dann kommt irgendeine Zahl raus. Richtig. Genau. Dann verstehe ich nicht ganz, was mit diesem Integral gemeint ist in dem Satz von Taylor. Also was das Integral bedeuten soll. Ist eine sehr berechtigte Frage. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das selber nicht so, zumindest nicht so komplett hinterfragt. Wir können aber mal gemeinsam drüber nachdenken. Ich kann diese Formel theoretisch natürlich auch umschreiben und das ein bisschen so machen, wie ich eben die Taylor-Formel gemacht habe. Also wenn ich die n plus erste Ableitung hier oben einsetze, wobei das, ja, es ist halt Teil des Integrals, das heißt, ich müsste das mit reinziehen. Ich habe das Integral zwischen x0 und x. Habe ich was vergessen? Ja. X minus t hoch n. Also, wir können mal gucken, ob wir es uns ein bisschen herleiten können, weil das, was hier drin steht, sieht ja der Taylor-Formel relativ ähnlich. Ich habe hier meine Ableitungsgrade und hier meine Fakultät und hier quasi mein x minus dem t, nach dem ich jetzt hier aufleiten würde. Die einzige Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, warum habe ich hier Entwicklungsgrenzen? Ich schaue mir also das Integral an,
zwischen der Obergrenze x, also meinem gewählten x, ja, meinem Funktionswert zum Beispiel an der Stelle x, und quasi der Entwicklungsmitte, die ich mir anschaue. Ja, wie interpretieren wir das? Also es ist wirklich eine berechtigte Frage. Warum ist das ein Integral? Ich würde es mir jetzt einfach so erklären, weil ich ja versuche hier meine n plus 1 mal differenzierbare Funktion darzustellen. Ja? Das, hier steht ja, ich kann die darstellen als das Taylor-Polynom vom Grad n. Ich habe hier eine n plus 1 mal differenzierbare Funktion, aber ein Taylor-Polynom vom Grad n. Aber dann muss ich das Restglied mit dem Index n plus 1 dranhängen, damit ich den exakten Funktionswert erhalte, weil die Funktion ja auch n plus 1 mal differenzierbar ist. Und damit ich aber quasi Taylor-Polynom vom Grad n und Restglied vom Grad n plus 1 zusammenrechne, muss ich das hier integrieren. Das wäre jetzt meine Erklärung aus dem Bauch raus. Ob die jetzt exakt ist, kann ich nicht versprechen. Aber das wäre jetzt mal, wo ich so eine Minute drüber nachgedacht habe, so meine Intuition dahinter. Ich hoffe, du gibst dich damit erstmal zufrieden. Ich kann aber mal schauen, ob ich da was Exakteres rausfinde, und dann kann ich dir das nächste Woche nochmal sagen. Ich gehe nicht davon aus. Also klar, es kann Klausur, keine Ahnung, kann immer alles passieren. Ich gehe jetzt aber mal nicht davon aus. Ja. Aber das wäre jetzt meine Intuition, ich sage es nochmal kurz. Wenn die Funktion n plus 1 mal differenzierbar ist und ich, hier steht ja nichts anderes als, ich kann den Funktionswert meiner n plus 1 mal differenzierbaren Funktion aufteilen in das Taylor-Polynom n-ten Grades und dem Restglied des Taylor-Polynoms n plus 1. Grades. Und damit ich da einen Wert wieder rauskriege, muss ich halt dieses Restglied einmal integrieren, um es quasi wieder auf den Grad n zu bringen. Das wäre jetzt einfach die, meine... Dann frage ich mich natürlich, warum teilt man es überhaupt so blöd auf? Da weiß ich jetzt tatsächlich selber noch nicht genug drüber. Aber falls ich da was rausfinde, merke ich es nächste Woche nochmal an. Alles klar. Okay. Schauen wir uns aber nochmal eine andere Restglieddarstellung an. Und zwar die Restglieddarstellung nach Lagrange. So. Auch hier, wie gesagt, mit diesem Restglied muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie das mit der Intuition ist. Ich nehme jetzt den Satz mal her, weil der klingt fast genauso. Nur dass jetzt hier steht, dann gibt es zu. Gibt es zu meinem x und meinem x0 stets eine Zahl. Ich nenne sie mal s. So, und hier habe ich jetzt meinen exakten Funktionswert. Und jetzt kann ich das eben abbilden, wieder durch mein Taylor-Polynom n-ter Ordnung an der Entwicklungsstelle x0 plus meinem Restglied, und das ist jetzt folgendermaßen definiert, also auch hier mein f, meine n plus erste Ableitung, aber in Abhängigkeit von s, von diesem Wert s, den es gibt, durch n plus 1 Fakultät mal x minus x0 hoch n plus 1. Die Zahl s liegt dabei zwischen x und x0. Das heißt, mein s ist größer gleich meinem x, aber kleiner meinem x0, wenn mein x kleiner ist als meine Entwicklungsmitte, also der Funktionswert kleiner ist als die Entwicklungsmitte, und mein s ist größer gleich x0, aber kleiner gleich x, wenn
mein Funktionswert größer ist als meine Entwicklungsmitte. So, auch da müssen, das müssen wir erstmal ein bisschen sacken lassen. Das heißt, mein exakter Funktionswert ist ja meine Taylor-Approximation, Enter-Ordnung, plus diesem Ausdruck hier. Also das ist quasi dasselbe wie das hier, nur dass ich es, meiner Meinung nach, dass Lagrange das ein bisschen schöner dargestellt hat. Also auch hier die n plus erste Ableitung, aber in Abhängigkeit dieses Wertes s, wo auch immer der liegt. Wir wissen nur, der liegt irgendwo zwischen Entwicklungsmitte und Funktions-, also ne, und unserem ja, Funktionswert x, den, also beziehungsweise unserem x, den wir hier in die Funktion einsetzen. Genau. Durch n plus 1 Fakultät, weil wir ja auch n plus 1 mal differenzieren. Ja, und hängen natürlich auch diesen Ausdruck wieder hinten dran und dann hoch n plus 1. Auch hier ist erstmal die intuitive Form relativ schwierig. Aber sie drücken alle das Gleiche aus. Ja, bitte. Hier meinst du? Das ist echt kleiner. Gucken wir nochmal. Nee, sorry, es ist nicht echt kleiner, es ist kleiner gleich. So, und hier natürlich auch. Sorry, so ist richtig. Genau. Also es drückt alles im Prinzip das Gleiche aus, was mir immer nur sagt, hey, mein exakter Funktionswert, und das ist das, was man im Prinzip aus der Geschichte mitnehmen soll, mein exakter Funktionswert ist der Wert meines Taylor-Polynoms, aber da fehlt noch was, und zwar das Restglied. Und das könnte ich rein theoretisch so bestimmen. Ich habe mir sogar mal ein Video angeguckt von einem Kollegen auf YouTube, Mathe Peter, den kennt vielleicht der ein oder andere von euch, der erklärt immer sehr gut, ich gucke mir den selber gerne und oft an. Der hat das sogar mal erklärt, ja. Leider kann ich es jetzt so aus dem Stegreif nicht nacherklären, aber dieses S zu bestimmen war relativ komplex, das war gar nicht so leicht. Deswegen sagt mir mein Bauchgefühl einfach, das führt für die Klausur zu weit. Ja? Man sollte hier einfach mitnehmen, der Wert des Taylor-Polynoms ist nicht exakt der Funktionswert, sondern es fehlt irgendwo noch ein Wert, den man theoretischerweise so bestimmen könnte. Ich wette nämlich auch, wenn das klausurrelevant wäre, sowas zu rechnen, wäre es in der Übung dran gekommen. Ist es jetzt halt nicht. Ja, deswegen gehe ich jetzt einfach davon aus, dass das nicht so wichtig ist. Zumindest nicht für die Klausur. Okay. Ja. Wir können uns noch eine Restglieddarstellung anschauen. Eine, wozu ich sogar ein kleines Beispiel hier habe. Wir können auch, ich sage jetzt mal Exkurs für die Restglieddarstellung. Wir könnten das Restglied auch folgendermaßen darstellen. Das ist also nichts anderes als Funktionswert minus Taylor-Annäherung. Und das Ganze können wir abschätzen, und zwar, das ist kleiner gleich c durch n plus 1 Fakultät mal Betrag x minus x0 hoch n plus 1. So, c ist dabei eine obere Schranke von f n plus 1. Also n plus erste Ableitung von x in d. Okay? Das klingt jetzt wieder relativ unschön, ist jetzt aber gar nicht so wild. Schauen wir uns nochmal unsere Funktion Sinus x an. Ja? Und wir hatten ja das dazugehörige Taylor-Polynom ausgerechnet. Zumindest das Taylor-Polynom dritter Ordnung hatten wir ausgerechnet und das war x minus 1/6 x hoch 3. Ja? Das heißt, ich kann jetzt mein Restglied folgendermaßen darstellen. So erstmal, ja, das heißt, Funktionswert f von x ist ja Sinus x minus x plus 1/6 x hoch 3 und das Ganze im Betrag. Und jetzt kann ich abschätzen,
dass es kleiner gleich die n plus erste Ableitung von, also die, na, die, Quatsch, c, ne, ist kleiner gleich c, und das ist eben eine obere Schranke meiner n plus ersten Ableitung. So. Jetzt müssen wir überlegen, was ist denn eine obere Schranke vom Sinus? Eins. Ne? Eins ist sogar das Supremum. Ja? Genau, weil der Sinus niemals größer wird als 1, egal was ich einsetze. Das heißt, ich kann ja die 1 verwenden und in diese Formel einsetzen für mein c. So, und jetzt habe ich n plus 1 Fakultät. Naja, wir hatten hier quasi das dritte, ne, dritte Ordnung, also haben wir hier 4 Fakultät. Ja, mal x minus 0 war unsere Entwicklungsmitte, hoch n plus 1, also hoch 4. Das heißt, hier steht nichts anderes als das Restglied ist auf jeden Fall kleiner oder gleich, 4 Fakultät ist 24, Dankeschön, ist auf jeden Fall kleiner gleich 1/24 x hoch 4. Das heißt, der Fehler, den ich hier bei meiner Approximation gemacht habe, ist auf jeden Fall oder ist höchstens 1/24 x hoch 4. Größer kann der Fehler nicht sein. Und klar, je höher ich quasi, ne, je höhere Ordnungen ich bilde, desto kleiner wird mein Fehler natürlich. Ja? Aber für ein Taylor-Polynom dritter Ordnung ist das quasi der größtmögliche Fehler. Das war's. Also man kann es auch so abschätzen. Ich finde, diese Methode bietet sich halt nur an von der Abschätzung her, wenn ich auch meine obere Schranke ohne groß irgendwas zu machen, auch wirklich bestimmen kann. Ja? Beim Sinus ist es relativ leicht, beim Cosinus ist es relativ leicht. Das ist der Fehler an Punkt 0, oder? Genau. Ich habe ja approximiert an der Entwicklungsmitte 0 und dieser maximal mögliche Fehler gilt natürlich auch nur für diese Entwicklungsmitte. Wenn ich mir einen anderen Entwicklungspunkt nehme, kann der Fehler wieder anders sein. Genau. Ja, das war es eigentlich schon zum Restglied. Mehr will ich da nicht mit euch machen. Ich habe ja vorhin schon mal anklingen lassen, je höhere Grade ich bilde vom Taylor-Polynom, desto besser ist natürlich auch meine Approximation, damit meine Annäherung an die Funktion. Dann wäre es natürlich optimal, wenn ich doch ein Taylor-Polynom unendlichster Ordnung bilden könnte. Und genau das kann ich machen. Das nennt sich dann nämlich die Taylor-Reihe. Und hier steht also für eine beliebig oft differenzierbare Funktion. Heißt die Reihe k gleich 0 bis unendlich Taylor-Reihe. Von F mit Entwicklungspunkt x0. Ja, das ist im Prinzip ein Taylor-Polynom, nur halt mit unendlich vielen, ja, mit unendlich vielen Termen. Ja, es gibt wichtige Taylor-Reihen, die wir uns auch nochmal anschauen sollten. Die schreibe ich euch am besten einfach mal so hier hin. Wichtige Taylor-Reihen, da hätten wir zum Beispiel die von 1 durch 1 minus x. Wenn das meine Funktion ist, ist die dazugehörige Taylor-Reihe k gleich 0 bis unendlich von x hoch k.
für x, kleiner 1. Das kommt uns bekannt vor, ne? Das ist eine geometrische Reihe. Dann hätten wir vom ln 1 plus x, wenn das meine Funktion ist, dann lautet die Taylor-Reihe dazu k gleich 1 bis unendlich von minus 1 hoch k, minus 1 hoch k minus 1 durch k mal x hoch k. Wenn ich e hoch x als Funktion habe, sieht meine Taylor-Reihe so aus. K gleich 0 bis unendlich 1 durch k Fakultät mal x hoch k. Und jetzt kommen wir mal zur Taylor-Reihe vom Sinus. Wenn man die kennt, auch sehr hilfreich. Das ist also k gleich 0 bis unendlich von minus 1 hoch k. Das war kein schönes k. Minus 1 hoch k. 2k plus 1 Fakultät mal x hoch 2k plus 1. Und letztendlich noch vom Cosinus. Da haben wir die Reihe von k gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch k durch 2k Fakultät x hoch 2k. Das sind alles, also das sind wichtige Taylor-Reihen, die man sich vielleicht einfach merkt. Man kann die herleiten, das erspare ich euch jetzt aber, weil es auch nicht notwendig ist. Wollen wir uns die Hausaufgabe 2 anschauen? Da haben wir ja mit einer Taylor-Reihe zu tun. Also die Hausaufgabe 2. So, und hier sollen wir jetzt mal Folgendes zeigen. Zu zeigen ist hier das Taylor-Polynom beziehungsweise die Taylor-Reihe von f i an der Stelle a durch i Fakultät x minus a hoch i für die Funktion, und die war e hoch x halbe an der Entwicklungsstelle 2. Und wir sollen quasi zeigen, dass das gleiche ist wie die Taylor-Reihe von i gleich 0 bis unendlich von e durch 2 hoch i mal i Fakultät x minus 2 hoch i. So, das sollen wir zeigen. Wie fängt man damit an? Was macht man damit? Ich überlege gerade, ob ich euch direkt schon das Schema dafür gebe. Ja, komm, ich bin nett, ich gebe euch erstmal das Schema. Also, auch dafür haben wir ein Schema. Schritt 1. Oder wir arbeiten das Schema einfach durch. So, Ableitung von f von x bestimmen. Also wir tun erstmal so, als würden wir das ganz normale Taylor-Polynom berechnen wollen. Unsere Funktion ist einfach nur, und das ist auch sehr dankbar, e hoch x halbe. Mehr ist es nicht. So, und jetzt bilden wir einfach mal ein paar Ableitungen, einfach mal um zu gucken. Was wäre denn die erste Ableitung hiervon? Wie leiten wir das ab? Ja, genau. Oder e hoch x halbe, halbe. Wäre das Gleiche. Genau. Ich mache es jetzt mal ein bisschen größer. So. Gucken wir uns mal die zweite Ableitung an. Wie würde die aussehen? Haben wir jetzt hier quasi ein halb e hoch x halbe.
Wenn wir das nochmal ableiten. Also die Ableitung von dem Teil e hoch x halbe bleibt ja immer gleich. Durch 4. Ne? Das ist alles. Das heißt, hier haben wir e hoch x halbe Viertel. Wie sieht denn die dritte Ableitung aus? Durch 8. E hoch x halbe Achtel. Wie sieht denn die vierte Ableitung aus? E hoch x halbe durch 16. Und die fünfte wäre dann e hoch x halbe durch 32 und so weiter und so fort. Ich habe es mal bis zur fünften gemacht. Das reicht, um das Schema eigentlich zu erkennen, was hier passiert. In Schritt 2 setzen wir wieder unsere Entwicklungsmitte in die Ableitungen ein. Also Entwicklungsmitte in Ableitungen einsetzen. Unsere Entwicklungsmitte hier ist die 2, nicht die 0. Aufpassen, gell? Was käme heraus für einen Funktionswert? Ja, e, ne? E hoch 1, e, genau. Bei f', was käme heraus? E halbe. In der zweiten Ableitung, was käme heraus? E Viertel, ne? So, und so weiter und so fort. Bei der dritten hätten wir dann eben E Achtel. Bei der vierten hätten wir eben E Sechzehntel. Bei der fünften hätten wir eben E 32. So, auch das reicht, um zu sehen, was hier passiert. Ab jetzt läuft es anders. Die ersten zwei Schritte kannten wir schon. Ab jetzt läuft es ein bisschen anders, aber auch nicht viel schwieriger. Man muss hier und da vielleicht mal ein bisschen kreativ sein. Hier sollten wir aber relativ schnell erkennen. Und zwar sollten wir jetzt hier eine explizite Ableitungsvorschrift aufstellen. Das heißt, wir sollten uns jetzt überlegen, wie sieht denn die ite Ableitung unserer Funktion aus? Wir haben die ersten 5 Ableitungen gebildet und jetzt will ich quasi einfach nur eine Formel für jede Ableitung. Ich muss für i einfach nur noch irgendeinen Wert einsetzen und habe sofort die Ableitung. Das möchte ich haben, weil das brauchen wir für unsere Taylor-Reihe. Wie könnte denn die ite Ableitung von e hoch x halber aussehen? Ja, bitte. E hoch x halbe durch 2 hoch i. Ja, perfekt. Wer hätte das jetzt nicht erkannt? Wäre ja nicht schlimm, aber wer hätte es nicht erkannt? Alle hätten es erkannt. Top. Nachdem ich so gefragt habe, okay. Dann frag dich das, wenn du eine Taylor-Reihe darstellen sollst, ab jetzt bitte immer. Weil, genau, aber das ist ein gutes Vorgehen. Meistens sieht man es relativ schnell, ja. Wir hätten wahrscheinlich hier überhaupt keine 5 Ableitungen gebraucht, wahrscheinlich hätten mir 3 gereicht, ja. Aber immer mal ein paar Ableitungen bilden, gucken, hey, wie verhält sich die Funktion, ja. Und man muss halt gucken, erkennen wir hier eine Regel, und hier war es relativ leicht. Es gibt Funktionen, da ist es nicht mehr so einfach. Da muss man ein bisschen überlegen, aber hier war es relativ leicht. Es ist nämlich genau so, es ist einfach nur e hoch x halbe durch 2 hoch i. Wenn ich jetzt i gleich 1, also die erste Ableitung suche, i gleich 1 setze, kommt ja genau e hoch x halbe halbe heraus. Wenn ich die zweite Ableitung suche, also i gleich 2 setze, steht hier unten die 4. Wenn ich die dritte Ableitung suche, steht hier unten 2 hoch 3, das ist 8 und so weiter. Also genau so erhalten wir einfach jede Ableitung dieser Funktion. So, und jetzt machen wir uns den Spaß und setzen in die ite Ableitung mal unsere Entwicklungsmitte ein. Dann wäre das eben einfach nur e durch 2 hoch i. Ne? Das heißt, das ist jede Ableitung meiner Funktion mit der Entwicklungsstelle oder an der Stelle, so muss ich sagen, an der Stelle 2. Okay? So, und jetzt haben wir es fast geschafft.
Schritt 4, wir ermitteln unsere Taylor-Reihe. Und dafür hole ich nochmal die Formel quasi für die Taylor-Reihe her. Eine Taylor-Reihe sieht so aus. Ich schreibe es nochmal hier hin. So, da. Wie sieht jetzt also meine Taylor-Reihe aus? Ja, genau. Die Formel steht da und wir haben alle Vorarbeit schon geleistet. Wir müssen nur noch einsetzen. Summe von 0 bis unendlich. Also einfach für A 2 Mittel. Ja. Machen wir das ruhig mal. Also i-te Ableitung der Funktion an der Stelle 2 durch i Fakultät mal x minus 2 hoch i. Können wir damit noch was machen? Weil, was wollen wir zeigen? Wir wollen ja das hier zeigen. Hierauf wollen wir hinaus. Ne? So soll das aussehen. Können wir damit noch was machen? Und wenn ich so frage, ja, können wir. Sorry, gleich. Ja, das wolltest du auch sagen. Super. Genau, weil das haben wir ja gerade ausgerechnet. Wir haben ja hier unsere i-te Ableitung an der Stelle 2 ausgerechnet. Das war eben e durch 2i, ne? Also e durch 2 hoch i, sorry, durch 2 hoch i natürlich. Das Ganze durch i Fakultät mal x minus 2 hoch i. So. Jetzt hast du nochmal deine Chance. Was machen wir jetzt? Soll ich nochmal zeigen, wie wir es haben wollen am liebsten? Wie es aussehen soll? Es soll im Endeffekt so aussehen, ne? Hier. So soll das aussehen. Das wollen wir zeigen. Und so sieht es jetzt aus. Also es sieht schon mal sehr ähnlich aus, nur noch nicht ganz genau so. Ja, die 2 hoch i, ich würde aber das e auch noch mitnehmen. Ne? Ja. Ja, also ihr habt beide im Prinzip das gleiche gesagt, genau. Also ich kann das ja auch folgendermaßen schreiben. Das ist ja nichts anderes als 1 durch i Fakultät mal e hoch 2 durch i mal x minus 2 hoch i. Ja? Und jetzt kann ich diese beiden Brüche miteinander multiplizieren, ganz normal. Dann haben wir die Summe von i gleich 0 bis unendlich von e durch 2 hoch i mal i Fakultät x minus 2 hoch i. Und wir haben gezeigt, was wir zeigen wollten. Passt. Auch kein Hexenwerk. Alles machbar. Alles machbar. Man muss ein bisschen üben. Ja, übt es. Wenn ihr damit Probleme habt, übt es. Weil diese Taylor-Polynomaufgaben, wenn es jetzt nicht gerade ums Restglied geht, sind im Prinzip schon relativ dankbar. Eigentlich ist nur die Voraussetzung, dass man die Ableitung hinkriegt. Das ist das Schwierigste daran. Der Rest, gerade wenn du nur das Taylor-Polynom aufstellen sollst, einen Zettel, beidseitig beschrieben, ein Zettel darfst du mitnehmen. Kein Taschenrechner, ne? Taschenrechner ist nicht erlaubt. Das ist aber in Mathe-Klausuren meistens ein gutes Zeichen, dass der nicht erlaubt ist, weil dann sind die Rechnungen nicht so schwer. Ja, aber da können wir uns ja die Schritte einfach nochmal schnell aufschreiben. Ja, also du kannst dir so einen Berechnungsleitfaden oder so, kannst du dir erstellen. Kein Problem. Da darf halt nur eine Doppelseite sein, wenn nicht. Okay.
Das war das Erste, was wir zeigen sollten, ne? Wir sollten aber noch was zeigen, und zwar, dass die Reihe für alle x auch konvergiert. Das heißt, als Zweites zu zeigen war TF von x und unserer Entwicklungsstelle ist konvergent für alle x aus den reellen Zahlen. So. Also wir haben diese Reihe e durch 2 hoch i, i Fakultät, x minus 2 hoch i. Und jetzt sollen wir Konvergenz nachweisen. Was machen wir? Das müsste bekannt sein. Bitte? Ja, Quotientenkriterium, genau. Würde ich so machen, weil wir haben ja hier eine Reihe. Also wir müssen die Konvergenz einer Reihe quasi nachweisen. Und das haben wir ja, ich weiß nicht, in der dritten oder vierten Vorlesung gemacht. Genau. Das heißt, wir wenden das Quotientenkriterium an. Nochmal eine Frage. Warum sollten wir, kann ich auch gerade dir stellen, warum sollten wir hier das Quotientenkriterium benutzen? Wegen dem Bruch, meinst du? Mhm. Ja, gut, ich könnte ja auch Brüche umschreiben, dass ich keinen Bruch mehr habe. Ja. Ja. Also, stimmt auch wegen einem Bruch, kann man machen. Aber vor allen Dingen, weil wir hier eine Fakultät drin haben. Und Fakultät schreit immer, das schreit dich an, nutze das Quotientenkriterium. Weil du kannst sie hinterher rauskürzen. Ja, weil eine Fakultät, mit einer Fakultät im Grenzwert darum zu hantieren, ist immer hässlich. Das wollen wir nicht. Und wir kriegen die meistens beim Quotientenkriterium raus. Deswegen, wenn du eine Fakultät siehst, am besten immer Quotientenkriterium. Aber du hast intuitiv richtig entschieden, auf jeden Fall. Das heißt, wir suchen den Grenzwert von i gegen unendlich von meiner Folge, also der Folge zur dazugehörigen Reihe, keine k, sondern i plus 1 durch ai und davon den Betrag. Und das jetzt setzen wir einfach ein. Das heißt, Grenzwert von i gegen unendlich von, so, jetzt brauche ich ein bisschen Platz, damit ich das da reinkriege, von, und jetzt muss ich für jedes i, i plus 1 einsetzen, e durch 2 hoch i plus 1 mal i plus 1 Fakultät. Ja, und die x minus 2 kann ich noch hier hochnehmen. So. Das Ganze durch das, was wir schon kennen, e mal x hoch minus 2 hoch i durch 2i mal i Fakultät. So. Was machen wir als Nächstes? Sieht relativ blöd aus. Was machen wir als Nächstes? Kleiner Hinweis, Doppelbruch ist immer doof. So ist es. Wir können hieraus eine Multiplikation machen, indem wir einfach mit dem Kehrwert dieses Bruchs multiplizieren. Ne? Das heißt, ich sehe auch hier, wir haben überall eine E-Funktion drin, das heißt, das Ding wird sowieso nicht negativ, wir können die Betragsstriche direkt weglassen. Das heißt, e mal x minus 2 hoch i plus 1 durch 2 hoch i plus 1 mal i plus 1 Fakultät mal dem Kehrwert dieses Bruchs, also mal 2 hoch i mal i Fakultät durch e hoch x minus, e mal x minus 2 hoch i. Was machen wir jetzt? Ich könnte es auch nochmal auf einen Bruchstrich schreiben. So, ist nur Kosmetik. So, sieht immer noch hässlich aus.
und dann da auch immer kürzen muss, eben der Okay, du hast direkt schon die ganze Aufgabe gelöst. Ja, genauso machen wir es. Ja, ja, aber er hat recht, genauso machen wir es. Wir haben ja hier im Exponenten i plus 1 stehen, hier haben wir i plus 1 stehen. Lass uns die erstmal aufteilen. Das heißt, wir haben hier e mal x minus 2 hoch i mal x minus 2. Ne? Mal 2 hoch i mal i Fakultät. Und unten haben wir auch nochmal, hier haben wir 2i plus 1, das können wir auch aufteilen in 2 hoch i mal 2 mal i plus 1 Fakultät. Und auch die können wir direkt aufteilen, denn i plus 1 Fakultät ist nichts anderes als i Fakultät mal i plus 1. Das Ganze noch mal e hoch x minus, mal x minus 2 hoch i. So. Jetzt haben wir alles aufgesplittet, was wir aufsplitten können, und jetzt sehen wir, was wir kürzen können. Wir haben im Zähler e mal x minus 2 hoch i und wir haben im Nenner das gleiche stehen, kürzt sich schon mal raus. Wir haben im Zähler x minus 2 stehen, das steht aber nirgendwo im Nenner, das heißt, das können wir nicht rauskürzen. Wir haben 2 hoch i im Zähler und im Nenner stehen, können wir rauskürzen. Und wir haben i Fakultät im Zähler und im Nenner stehen. Super, die Fakultät fliegt auch weg. Ja, dann haben wir mit der schon mal keinen Ärger. Das heißt, das Einzige, was hier stehen bleibt, ist x minus 2. Und ich habe hier den Limes überall vergessen. Bitte entschuldigt, der gehört natürlich dazu. Ich schreibe ihn diesmal wieder dabei. Wir suchen ja den Grenzwert von i gegen unendlich von diesem Ausdruck. Also bleibt stehen x minus 2 durch i plus 1. Ich glaube, ich habe ein E vergessen, kann das sein? Ja, aber das I plus 1 nicht. Dann habe ich einen Fehler in meiner Musterlösung entdeckt. Gerade mal markieren, das muss ich noch ändern. Ich habe da nämlich aus Versehen das E mitgenommen. Aber so wie ich das sehe, müssen wir das E nicht mitnehmen, weil die I plus 1 hängen ja nur an der X minus 2. Ne? Also die kürzen sich nicht, sondern... Ich habe einfach nur einen Schusselfehler gemacht. Hier kommt kein E hin. So. Ja. Was passiert, wenn wir davon den Grenzwert bilden? Was kommt raus? Null. Warum null? Kannst du es auch begründen? Genau. Ja. Ja, du hast recht. Die 2 haben wir nirgendwo hingekürzt. Die bleibt nämlich mitstehen. Die habe ich einfach nur vergessen. Die bleibt da. Danke. Genau. Aber auch das ändert nichts am Ergebnis. Aber du hast natürlich recht. Die müssen wir mitnehmen. Ja. Wenn ich das gegen unendlich laufen lasse, wird hier der Nenner natürlich unendlich groß, und egal was das hier auch immer für eine Zahl ist, x minus 2. Diese Zahl durch was unendlich Großes geht an die 0. So, und damit ist unser Grenzwert 0. Was sagt uns das? Was wollten wir bezwecken? Das ist immer in Mathe, gerade in diesem Modul, oft so, dass man so lange rechnet und dann vergisst, was man eigentlich wollte. Macht's unter euch aus, mega. Wir haben den Grenzwert, oder? Also, wir haben den Grenzwert berechnet, aber warum haben wir das gemacht? Ja. Aha. Mhm, genau. Das wolltest du auch sagen, nehme ich an. Ja, wollte er, garantiert. Du wolltest das auch sagen, gell? Ja, okay. Genau. Beim Quotientenkriterium ist es so, wenn wir einen Wert erhalten, der kleiner als 1 ist, dann wissen wir, dass die dazugehörige Reihe konvergent ist. Und genau das wollten wir zeigen. Wenn ein Wert größer 1 rauskommt, wissen wir, dass die Reihe divergent ist. Und wenn genau 1 rauskommt, haben wir Pech gehabt, dann kann es beides sein. Dann wissen wir es halt nicht. Da müssten wir ein anderes Kriterium ausprobieren. Aber hier können wir dann daraus direkt schließen, dass die Taylor-Reihe konvergiert.
Und damit haben wir auch diesen Beweis abgeschlossen. Gut. Mehr sollten wir bei der 2 nicht machen. Dann sind wir auch mit Taylor-Approximationen schon am Ende. Gibt es dazu noch Fragen? Nö. Schön. Gut. Dann fangen wir schon mal an mit der Multivariaten-Differentialrechnung. Multivariat heißt einfach nur, wir haben mehrere Variablen. Wir kennen ja schon die Ableitung von univariaten Funktionen, das heißt eine Funktion, die irgendwie nur von x oder nur von y oder was auch immer abhängt. Und dann haben wir ja gesagt, naja, die erste Ableitung ist irgendwie so eine Tangente, die wir an die Funktion anlegen. Wie sieht das Ganze im multivariaten Bereich aus? Ich kann es nur andeuten, weil das zu zeichnen wird sehr schwierig. Nehmen wir mal an, ich habe irgendwie 3 Variablen. Stellt euch das hier jetzt einfach dreidimensional vor, ne? Das hier ist quasi jetzt, und die Achse ist nicht so gut. So. So. Stellt euch das einfach dreidimensional vor, und jetzt könnte ich hier theoretisch eine Funktion mit 3 verschiedenen Variablen abbilden als, ja, wie soll ich sagen, als so ein, das ist nicht so einfach zu zeichnen, ich probiere es einfach mal. Ich weiß nicht, ob der Funktionsplotter multivariate Funktionen plotten kann. Müsste ich gleich mal gucken, ob ich einen finde, der das hinkriegt. Ja, genau das hatte ich auch so ein bisschen vor. Ich probiere es einfach mal so, ja. Also dann wäre meine Funktion quasi dieser ganze Bereich, ja. Wenn ich sogar noch mehr Variablen habe, kommt so ein Gebirge, so eine Art Gebirge heraus, also so ein richtiges dreidimensionales Gebilde. Ich kann mal gucken, ob ich einen Plotter auf die Schnelle finde, weil er kann das hier, glaube ich, nicht. Plotter für multivariate Funktionen. Hier haben wir einen 3D-Plotter. Ah, so sieht es aus, ne? Also jetzt erkennt man es ein bisschen besser. Also multivariate Funktionen sehen so aus, ja? Das kann kein Mensch mehr zeichnen, ja? Das kann man auch echt nicht verlangen. Es geht mir jetzt darum, wir können ja univariate Funktionen ableiten, dann legen wir irgendwie eine Tangente an. Ja. Wir können das hier genauso machen bei diesen dreidimensionalen Funktionen, nur dass wir dann eine Ebene anlegen, also so eine ganze Ebene. Hier, ich kann es jetzt leider nicht dran zeichnen, ihr müsst es euch vorstellen, dass ich irgendwo so eine ganze Fläche, so eine ganze Ebene dran lege und damit dann die Funktion an dieser Stelle untersuche. Wie mache ich das? Das mache ich mit Hilfe der partiellen Ableitung. Also das ist der Sinn hinter den partiellen Ableitungen, dass ich dann eben nicht eine Tangente mehr anlege, sondern weil ich ja in diesem multivariaten Fall bin, eine ganze Ebene an die Funktion dran schiebe. Das ist der Sinn der Sache. Ich untersuche einfach verschiedene Parameter der Funktion. Ne? Je nachdem, wie ich partiell ableite, lege ich die Ebene etwas anders an diese Funktion an und untersuche dann eben die Stelle abhängig von diesem Parameter. Genau. So, das heißt, partielle Ableitung ist hier das Stichwort. Partielle Ableitungen sind eigentlich auch sehr einfach zu bilden. Auch die Definition gebe ich euch unter einer partiellen Ableitung. Und die schreibt man so. Das heißt einfach nur, die Funktion abgeleitet nach diesem Parameter. Ja? Delta f nach Delta xi oder xj, keine Ahnung, wie man es nennen möchte.
steht man die Ableitung von f. Nach der Variablen xi. Und ganz wichtig, während man die restlichen Variablen als Konstante auffasst. So. Machen wir direkt ein Beispiel. Nehmen wir uns diese Funktion hier, f in Abhängigkeit von x1 und x2, das ist gleich 2 minus x1 Quadrat minus x2 Quadrat. Jetzt sollen wir mal alle Ableitungen dieser Funktion bestimmen. Das heißt, ich muss die Funktion nach jedem Parameter einmal ableiten. Das heißt, ich leite die Funktion f mal nach x1 ab. Was kommt da heraus? Genau, minus 2x1 in dem Falle. Ne? Jetzt will ich auch die Funktion einmal nach x2 ableiten. Minus 2x2 in dem Falle, genau. Das sind also beide partiellen Ableitungen erster Ordnung für diese Funktion. Einmal nach x1 abgeleitet, einmal nach x2 abgeleitet. Das Ding ist halt, dass dieses x1, wenn ich nach x2 ableite, mich überhaupt nicht interessiert. Das haben wir ja gerade gesagt. Die restlichen Variablen sind eine Konstante und Konstanten fliegen beim Ableiten raus. Ne? Genauso ist es andersrum. Wenn ich nach x1 ableite, interessiert mich dieses x2 hier hinten gar nicht. Das ist eine Konstante und fliegt weg. Ja? Ich leite also nur alle Terme ab, wo die Variable, nach der ich ableite, drinsteckt. Ja, auch wenn ich jetzt, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, ich denke mir es jetzt einfach aus, xyz, immer x2 yz plus xz plus y, keine Ahnung. Ja. Wenn ich die jetzt ableite nach x, okay, dann interessiert mich dieser ganze Term, das wäre dann nichts anderes als 2xyz. Jetzt steckt hier auch ein x drin, also interessiert mich nur der Term, also muss ich den nach x ableiten, das wäre z und das y hier hinten interessiert mich nicht, da kommt nämlich kein x mehr dran. Also wäre das die partielle Ableitung nach x zum Beispiel, okay? Überall da, wo unsere Variable vorkommt, das interessiert uns, überall, wo sie nicht mehr vorkommt, interessiert uns nicht. Fliegt weg, fliegt raus. Bitte? Als eine konstante Zahl zum Beispiel, die einfach rausfliegt beim Ableiten. Ne? Genau, so ist das. Jetzt gibt es Funktionen, die noch ein bisschen anders definiert sein können. Wir haben bisher jetzt immer uns nur so reellwertige Funktionen, nennen wir die, reellwertige Funktionen angeguckt. Die sehen irgendwie so aus. Ja? 3x² plus 4x plus 1 oder was auch immer. Ne? Das wäre jetzt sogar ein Polynom gewesen. Also reell, da kommt ein reeller Wert raus. Es gibt aber auch Funktionen, das schreibe ich euch mal auch auf, es gibt auch Funktionen, der Form irgendwie, also ich will da jetzt keine partielle Ableitung bilden, ich will es euch nur mal zeigen. Das sind vektorwertige Funktionen, die vielleicht so aussehen, 1 minus Cosinus x, keine Ahnung, die habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, ja, die so aussehen, die unterschiedliche Werte annehmen können. Und dann, auch die kann ich partiell ableiten, aber dann muss ich die in einer Matrix abbilden, ja. Und die Matrix der, also ich schreibe euch gleich die Matrix auch auf, die Matrix der partiellen Ableitungen. Und die steht auch im Skript. Also das ist die Funktion der Funktion f und die bildet ab vom r hoch n in den r hoch m. Da kriegt der eine oder andere noch ein bisschen Schnappatmung aus Lenardi jetzt wahrscheinlich, wenn er das sieht. Weil da kam ja auch sowas vor. Heißt,
Jacobi-Matrix. Steht, glaube ich, auch im Skript. Ne? Hat der Professor das auch behandelt? Ja, okay. Das heißt, wenn ich die Funktion ableite nach meinen Parametern, dann habe ich hier die Matrix, naja, ich leite quasi f1 nach x1 ab und f1 wäre in dem Falle zum Beispiel dieser erste Eintrag meiner vektorwertigen Funktion, in dem Fall mein Sinus, ja, und das leite ich, diesen Sinus würde ich dann ableiten bis zum n-ten Parameter. Und wenn ich dann meine m-te Funktion, also fm, hier wird es nur bis 2 gehen, das wäre quasi mein fm, diese 1 minus Cosinus x, ne, also bis zum m-ten Eintrag meiner vektorwertigen Funktion. Und die würde ich dann natürlich auch für alle Parameter einmal ableiten. Das heißt, ich habe hier dfm nach xn abgeleitet. Und das Ganze in so einer Matrix, und das wäre die Jacobi-Matrix. Da stehen also alle nur möglichen partiellen Ableitungen dieser vektorwertigen Funktion drin. Keine Ahnung, ob das wichtig ist für die Klausur. Das wäre jetzt aber auch kein Ding. Ja? Wenn eine Klausuraufgabe wäre gegeben, irgendwie so eine Funktion und dann steht, stellen Sie die Jacobi-Matrix auf, ey, das wären geschenkte Punkte im Prinzip. Es sei denn, die Funktion wird eklig partiell abzuleiten. Aber im Prinzip ist es nicht schwer. Ja? Du nimmst einfach, diese Zeile gilt einfach nur für diesen Eintrag quasi. Je mehr Zeilen du natürlich in dem Vektor hast, ne, und diese Zeile wäre dann eben der letzte, die letzte Zeile in der Jacobi-Matrix. Für jeden Parameter einmal abgeleitet. Ja? That's it im Prinzip. In dem Fall wären es nur zwei, weil ich könnte hier jetzt noch Sinus x, 2 Sinus x, bla 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 bla. Und ich müsste natürlich noch andere Parameter nehmen. Ich hätte jetzt vielleicht Sinus x1, x2 oder was auch immer. Ja? Dann kann ich diese Jacobi-Matrix aufstellen. Okay, mehr wollte ich da euch erstmal nicht zeigen. Ich habe sogar Übungsaufgaben zur Jacobi-Matrix. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch machen. Vielleicht machen wir es nächste Woche. Lasst uns lieber nochmal einen Blick auf die Aufgabe 3.1 werfen. Und dann würde ich gerne nochmal schnell bevor wir Schluss machen, auf die Aufgabe 4 gucken, ob wir die einigermaßen hinbekommen in der Kürze. Machen wir erstmal die 3.1. Wir haben hier eine Funktion vom R2 auf die reellen Zahlen, die folgendermaßen aussieht: x Cosinus y minus y Cosinus x. Und wir sollen jetzt alle zweiten partiellen Ableitungen dieser Funktion bilden. Wie machen wir das? Wie gehen wir hier vor? Einfach die partielle Ableitung zweite Ordnung. Das heißt, partielle Ableitung bilden und nochmal ableiten, quasi. Ja? Dann hätten wir die partiellen Ableitungen erste Ordnung, genau. 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 Das heißt, lasst uns die Funktion doch erstmal nach x ableiten. Ja, dann bleibt Cosinus y stehen, ne, weil das x hier fällt weg. So, hier steckt auch ein x drin, allerdings steckt es im Cosinus. Das heißt, ich muss den Cosinus hier ableiten. Das y bleibt gleich. Also steht hier minus minus Sinus von x mal y. Und das wäre dann eben plus Sinus von x mal y. Okay? Ja? So, und jetzt will ich aber die zweiten partiellen Ableitungen haben. Das heißt, ich muss das gleiche Spiel mit dieser Ableitung nochmal treiben. Also lasst uns die zweite Ableitung dieser Funktion nach x bilden. Das heißt, ich leite diese Funktion erneut nach x ab. Dann ist schon mal klar, dass der Cosinus hier komplett rausfliegt. Da steckt kein x drin. Hier steckt jetzt das x in dem Sinus. Das heißt, wie muss hier meine partielle Ableitung lauten? Genau. Genau, also Cosinus von x mal y. Das ist meine zweite partielle Ableitung nach x.
Jetzt muss ich aber diese Funktion logischerweise auch nochmal nach y ableiten. Das heißt, ich bilde die zweite Ableitung nach y. Ich sehe gerade, ich muss es anders schreiben. Sorry. So, dx, noch anders, d2x hier. Und hier, das ist mathematisch nämlich korrekt, dx, und jetzt leite ich es aber nach dy ab. Also nach y. Das heißt, Cosinus y plus Sinus x mal y abgeleitet. Wenn ich Cosinus y ableite nach y, was kommt raus? Minus Sinus, genau. Minus Sinus y. Und was passiert mit dem Teil hinten? Also Sinus x mal y. Plus Sinus x. Also habe ich Sinus x minus Sinus y. So, jetzt haben wir schon mal die erste partielle Ableitung nach x gebildet. Wir haben die zweite partielle Ableitung nach x gebildet. Wir haben die erste, also wir haben die zweite partielle Ableitung gebildet, der Funktion erstmal nach x abgeleitet und dann nochmal nach y abgeleitet. Genau, das gliedert sich so langsam auf, ganz genau, wie so ein Baumdiagramm. So, das heißt, lasst uns die Funktion jetzt, die erste Ableitung, erste partielle Ableitung nach y bilden von unserer Stammfunktion. Was kommt da heraus? Also x mal Cosinus y minus y mal Cosinus x. Was kommt da raus, wenn ich es nach y ableite? Oder minus x mal Sinus y, genau. Ja. Genau. So, und jetzt müssen wir das gleiche Spiel nochmal machen. Lasst uns mal jetzt diese partielle Ableitung nach x ableiten. Was kommt da heraus, wenn ich das nach x ableite? Was passiert mit dem ersten Teil? Minus x mal Sinus y. Minus Sinus y, ne? Weil das x fliegt einfach raus. Was passiert mit dem hinteren Teil? Ja? Minus Sinus, ja, wir hätten ja minus minus Cosinus, minus minus Sinus x und damit haben wir plus Sinus x. Und dann können wir das wieder schreiben als Sinus x minus Sinus y. Und jetzt leiten wir das einfach zum zweiten Mal nach y ab. Was haben wir dann? Also minus x mal Sinus y minus Cosinus von x nach y abgeleitet. Ja. Und das war's. Ne? Hinterer Teil, steckt kein y mehr drin, fliegt raus. Damit haben wir alle partiellen Ableitungen zweiter Ordnung gefunden. Das war die ganze Aufgabe. Die 3.2 schauen wir uns vielleicht nächste Woche an, weil die kostet sehr viel Zeit. Ich weiß nicht, ob ich die hier behandeln soll oder will. Man muss ein bisschen tricksen tatsächlich. Die war relativ fies. Sie ist aber machbar, aber man muss ein bisschen überlegen. Ich würde viel lieber nochmal schnell auf die Aufgabe 4 zu sprechen kommen. Hier sollen wir das Lagrange-Verfahren anwenden. Hat das jemand schon mal gemacht? Vielleicht sogar in der Schule oder so, Lagrange-Verfahren, nee. Okay, das Lagrange-Verfahren ist eigentlich dafür da, um um multivariate Funktionen im Prinzip zu lösen, wenn man so möchte, ja, um die einzelnen Parameter herauszufinden. Die Frage war jetzt, wir müssen jetzt hier erstmal überhaupt eine Funktion entwickeln, also beziehungsweise ich muss es anders erklären, wir wollen die nicht lösen, sondern wir wollen die optimieren, so muss ich es eher sagen. Ja? Hier geht es um Optimierung unter einer Nebenbedingung und dafür benutzen wir das Lagrange-Verfahren. Das heißt einfach, wir wollen eine Funktion
einen optimalen Funktionswert finden unter einer, ja, unter einer Einschränkung. Und das ist der Sinn. Nebenbedingungen, die Hauptbedingungen einsetzen und so weiter. Ja, okay. Ja, ja, das funktioniert hier leider nicht mehr. Das wäre schön, wenn das funktionieren täte. Das funktioniert leider nicht mehr, deswegen brauchen wir hier das Lagrange-Verfahren. Die Frage ist jetzt hier, welche Kantenlängen hat ein Quader mit dem Volumen 1, wenn die gesamte Quaderoberfläche ohne die Grundfläche minimal sein soll? Das ist schon mal eine Frage, wo die meisten oder manche sagen könnten, oh, ciao, kein Bock. Ja. Aber jetzt haben wir das Wissen, wir sollen hier das Lagrange-Verfahren anwenden. Das heißt, wir müssen erstmal unsere Zielfunktion entwickeln und dann auch unsere Nebenbedingungen herausfinden. Und das steckt alles in dem Text hier im Prinzip drin. Ich male einfach mal einen Quader auf. Es wird kein schöner Quader, aber ist ja auch egal. So, irgendwie, ne? So, und jetzt ist die Frage, welche Kantenlängen hat ein Quader? Ne? Also ist es nach den Längen gefragt, also irgendwie nach der Länge und nach der Länge. Ja? Und ich nenne die einfach mal x, y und das hier ist irgendwie z. Okay? Und jetzt suchen wir anscheinend diese x, y und z. Jetzt hat das Ding aber auch das Volumen 1 und wir wollen, dass diese, oder das ist das Ziel, die Quaderoberfläche, ja, also die Flächen, das hier, das hier, das hier, die hintere Fläche, wenn wir so wollen, die seitliche Fläche, die soll minimal sein und die Grundfläche sollen wir rausnehmen. Hat jemand eine Idee, wie wir hier jetzt auf eine Zielfunktion kommen könnten? Genau. Aber wenn der Rest minimal ist, dann ist doch gleichzeitig in die Grundfläche, wenn es minimal wird, die Dachfläche gleich. Ja. Ja. Wenn du quasi die Summe der Flächen nimmst, ja, müssen wir einfach die Grundfläche rauslassen quasi. Ja? Also wir sollen die Grundfläche gar nicht berücksichtigen bei unserer Berechnung, heißt das einfach nur. Die würde auch minimal werden, logischerweise, aber das Minimum wäre ein anderes, weil ja die Summe der Oberfläche eine ganz andere wäre. Und das ist hier der Knackpunkt. Deswegen dürfen wir die in unsere Berechnung nicht mit einbeziehen. Wer hat eine Idee? Wir haben leider auch nur noch 10 Minuten Zeit. Was könnte denn unsere Nebenbedingung hier drin sein in diesem Text? Genau. Das Volumen soll 1 sein und das ist ja irgendwie eine Einschränkung in unserer Berechnung. Ja? Das Volumen soll nicht größer oder kleiner sein, es soll genau 1 sein. Und das Volumen berechnen wir ja, also Nebenbedingung, wäre x mal y mal z. So rechnen wir das Volumen aus und das soll 1 sein. Oder anders gesagt, x, y, z minus 1 soll gleich 0 sein. Das ist unsere Nebenbedingung. Jetzt brauchen wir aber noch unsere Hauptbedingung, wenn ihr so wollt. Was wollen wir denn hier ausrechnen? Was könnte denn unsere Hauptbedingung sein? Ja. XZ plus YZ muss minimal sein, weil XZ plus YZ reicht noch nicht ganz. Achso, die Oberfläche auch? Ja, hier ist ja gesagt, welche Kantenlängen, wenn die gesamte Quaderoberfläche ohne die Grundfläche minimal sein soll. Ne? Ja, wir gucken mal. Wir wollen die gesamte Quaderoberfläche minimal kriegen, ohne Grundfläche. So, das heißt, uns interessieren diese Seite und damit auch die Rückseite quasi. Uns interessiert diese Seite und auch diese Seite. Und uns interessiert die Dachfläche. Mhm. Schauen wir mal, also x mal y, damit kriegen wir ja die Dachfläche. X mal z kriegen wir ja diese Fläche und da wir die zweimal haben, müssen wir das also zweimal machen. Und zy oder yz sind ja diese beiden Seiten. Und damit haben wir genau quasi die Oberfläche gefunden, die wir haben wollen. Also ist meine Funktion, die dazu gehört, fxyz gleich 2xz plus 2yz plus xy.
Und meine Nebenbedingung, ich nenne sie jetzt gxyz, ist gleich xyz minus 1 gleich 0. Und damit sollen wir jetzt das Lagrange-Verfahren, also die Optimierung unter Nebenbedingungen, durchführen. Xy haben wir wollen ja die Dachfläche haben, aber die Grundfläche, die Fläche, die hier unten ist, die wollen wir ja weglassen. Und deswegen nur einmal. Im Prinzip ja, weil wir suchen im Prinzip eine Extremstelle und zwar suchen wir ein Minimum. Und deswegen würde ich sagen, wenn du es so sagen willst, ja. Wir suchen also genau diese Extremstelle in einer dreidimensionalen Darstellung, genau. Die Lagrange-Funktion, die wir für diese Optimierung aufstellen müssen, sieht so aus. L ist abhängig von x, y, z und Lambda. Lambda ist unser Lagrange-Parameter und die Lagrange-Funktion sieht ganz einfach gesagt, ganz einfach gesagt so aus. So, ja. Diese Lagrange-Funktion müssen wir aufstellen. Das heißt, wir setzen hier unsere Zielfunktion ein, also 2xz plus 2yz plus xy plus Lambda mal unsere Nebenbedingungen. Ne? Und ganz wichtig, wir müssen die Nebenbedingungen vorher nach 0 umstellen. Vorher dürfen wir nicht in die Lagrange-Funktion einsetzen. Die muss immer nach 0 umgestellt sein. Oh, kein Komma natürlich. X, Y, Z minus 1. Das hier ist also die Lagrange-Funktion. Die müssen wir jetzt partiell ableiten. Und zwar nach jedem Parameter, den wir haben. Wir haben bei der Lagrange-Funktion genau 4 Parameter, also müssen wir auch 4 partielle Ableitungen bilden. Wir leiten also die Lagrange-Funktion erstmal nach x ab. So, hier steckt ein x drin, das fällt weg, also bleibt hier 2z stehen. Hier steht kein x drin, das fällt also als Konstante raus. Hier steht ein x drin, also bleibt nur unser y übrig. Das könnten wir jetzt natürlich noch auflösen. Hier hätten wir Lambda xyz. Steckt ein x drin, das x fällt weg, also bleibt plus Lambda yz übrig und das Ganze setzen wir 0. Das Ganze machen wir nochmal nach y. Hier steckt kein y drin, also fällt es weg. Hier steckt 1 drin, also bleibt der Rest stehen, haben wir wieder 2z. Hier steckt ein y drin, also bleibt der Rest stehen, das ist das x. Und jetzt gucken wir uns wieder unsere Lambda mal Nebenbedingungen an. Hier steckt auch ein y drin, also bleibt der Rest wieder stehen, also plus Lambda xz gleich 0. Jetzt machen wir das Ganze nochmal nach z. Hier steckt ein z drin, also bleibt der Rest stehen, haben wir wieder 2z. Hier steckt ein z drin, also bleibt der Rest stehen, haben wir, 2x natürlich. 2x, also bleiben 2y stehen. Hier steckt kein z drin, fällt also raus. Hier steckt ein z drin, also bleibt der Rest wieder stehen. Und dann haben wir plus Lambda xy gleich 0. So, und jetzt müssen wir natürlich auch nochmal nach Lambda ableiten. Da bleibt einfach die Nebenbedingung stehen. Das heißt xyz minus 1 gleich 0. So, den Schritt haben wir auch geschafft. Und das war der Punkt, wo ich jetzt dachte, boah, wie machst du denn weiter? Das normale Vorgehen wäre jetzt, wir lösen diese partiellen Ableitungen jeweils nach einem Parameter auf. Also die eine nach x, die andere nach y, die andere nach z und so weiter. Dann haben wir das nämlich immer in Abhängigkeit von Lambda und dann können wir das quasi in die letzte partielle Ableitung einsetzen und unser Lambda bestimmen. Lambda wieder rückwärts überall hier einsetzen und nach den einzelnen Parametern auflösen und dann wären wir schon fertig. Das geht hier nicht, weil wir ein nichtlineares Gleichungssystem haben und deswegen habe ich auch bis heute keine Ahnung, wie ich weitermachen würde. Deswegen bist du jetzt dran. Weil du hast eine Lösung gefunden. Ja, ich weiß, ich habe es eigentlich anders genannt, die mit der Klammer und so. Also ich dachte mir, am besten halt zwei Wörter anstatt einfach x, y, z, dann habe ich mir einfach a, a und h genommen. Also das ist, irgendwann habe ich dann 2 a Quadrat plus f a a. Das ist eine Variable, das ist immer eine Variable habe. Mhm.
Ah, okay. Das heißt, du hast gar nicht mit dem Lagrange gemacht, quasi. Okay. Was hast du als Lösung raus? Was wären deine? Meine Lösung wäre am Ende 12 und das soll größer sein, das heißt es Minimum. Okay, das Ding ist aber, du hast die Kantenlängen ja gar nicht rausgefunden. Das war die Frage, welche Kantenlänge hat der Quader? Das, ja. Okay, ja, das, ja. Das Ding ist nur, dass, dann ist ja trotzdem die Frage, welche Kantenlängen hat das Ding? Ja, weil das war eigentlich die Frage. Mag sein, dass du vielleicht sogar das Optimum ausgerechnet hast, aber du hast die Frage nicht beantwortet. Aber schau mal, ob du das vielleicht noch rauskriegst mit deiner Lösung. Die Lösung ist nämlich, soweit ich weiß, ich schreibe es schon mal hin, weil wir müssen auch Feierabend machen, wir klären das vielleicht nächste Woche. Die Lösung wäre, dritte Wurzel 2 halbe. Das wäre die Lösung dieses Gleichungssystems. Ich bin leider bisher auf dem rechnerischen Weg noch nicht drauf gekommen. Ja, aber es gibt auch Lagrange-Rechner im Internet und der hat mir diese Lösung für diesen Fall ausgespuckt. Guck mal, ob du das als Lösung noch irgendwie rauskriegst. Ja. Ja. Du musst, es geht gar nicht anders im Prinzip. Du musst, ja. Das ist der Sinn der Sache. Okay. Gibt es noch Fragen bis hierhin? Nein. Gut. Wir widmen uns dieser Aufgabe auf jeden Fall nächste Woche nochmal, weil ich glaube, das ist relativ wichtig, auch im Hinblick auf die Klausur. Ja, dann schöne Woche und gute Zeit. Bis dann. Dankeschön.